Arne, 60 Jahre. Hi. Hallo? Ja. Ja, grüß dich, Domian. Arne, hi. Also das Thema, das hat mich so gereizt, dass ich anrufen musste. Das Verrückte ist, ich werde dieses Jahr 60, habe ein Figürchen, also so zwischen 80, höchstens 28. Du hast eine Stimme wie ein 30-Jähriger. Ja, ich fühle mich auch unter 30, kann ich sagen. Und ich mache auch alles, was man unter 30 macht. Ah ja. Und stell dir das vor, mit dem Verstand und Geist eines so vollreifen 60-jährigen Menschen. Perfekt eigentlich. Herrlich. Dein Körper ist auch dein Kapital. Mein Körper ist mein Kapital. Inwiefern? Ja. Ich mache am Wochenende in einer Travestie-Show mit. Aha. Und es macht mir unheimlich Spaß, Männer anzumachen im Fummel. Ja. Wo trittst du auf? In einem Lokal oder in einem Theater? Ja, mehr oder weniger ein halb privater Club. Ja. Und das mache ich, da habe ich im Talentwettbewerb mitgemacht vor 4 Jahren und irgendwie fanden die das nett und bin ich mit reingekommen. Hast du bestimmte Figuren, die du verkörperst? Ja, ich mache halt so, was man in Travestie-Shows so allgemein macht, die klassischen Sachen und dann auch mal freche Sachen, also schon die Laila zum Beispiel, das ist sehr geil, oder der Novak lässt mich nicht verkommen, sodass eben Beine und sehr viel gezeigt wird, auch mal Leder und Lack und ansonsten viel Fummel und anmachen halt, das macht mir Spaß. Mhm. Also die Show ist ja nun der eine Bereich, du trittst auf einer Bühne auf und, eine kleine Bühne, und bist quasi dann Entertainer. Neulich war ich sogar beim Hans Meiser in der Sendung Die schärfsten Frauen Deutschlands. Ist das wahr? Ja, als schade. Wie schade, die Sendung habe ich nun gerade nicht gesehen. Das dann könnte ich mich jetzt an. Hat unheimlich Spaß gemacht. War ein schöner Tag, mal nach Köln runter und so. Woher kommst du? Ja, aus Nürnbergland. Aus Nürnbergland? Ja, aus Nürnbergland. Ja, ja. Wenn du dann deine Show absolviert hast, sagst du, dir macht es Spaß, die Männer anzumachen? Na sicher, dann wird angebaggert. Erzähl mal ein bisschen, die Männer wissen ja nur, dass du ein Mann bist. Ja sicher, baggerst das du macht dann schon Spaß, gell? Da wird mal ein bisschen gefummelt und ich meine, gerade eben, ich habe auch super Schenkelbeine, lange Beine und hohe Pumps und so weiter, und dann macht man all das, was Spaß macht als Transe, gell? Bist du denn schwul? Ich muss sagen, 2/3 ja. 2/3 ja. Mein Leben lang ja. Ja. Und wenn ich bi ist, kennt nur die Hälfte vom Leben. So sehe ich das auch, ja. Ja. Und du machst dann heterosexuelle Männer an im Publikum? Ja. Auch. Ja. Und passiert dann auch schon mal ein bisschen mehr? Ja, sicher. Hast du auch schon? Da geht einiges. Und wenn es funkt, du, dann macht mir Analverkehr unheimlich Spaß. Das ist eine geile Sache. Also du schleppst ab und an heterosexuelle Männer ab. Aber für die ist das doch dann wahrscheinlich die Desillusion schlechthin, wenn du deinen Fummel abgelegt hast. Nee, du glaubst gar nicht, was da ein Interesse und eine Neugier besteht. Als Heteromann? Ja, ich habe jetzt gerade wieder ein Inserat in der normalen Zeitung. Also, naja, du weißt ja, die normalen Tageszeitungen. Mhm. Und Travestie sucht Job, also seriös, Führerschein 3, sucht Job stundenweise. Und was meinst du, was ich nette Anrufe kriege? Und die meisten, also wenn einer anruft, dann sage ich schon gleich, du bist verheiratet. Ganz normal, du glaubst nicht, was da eine Neugier da ist. Tönt dich das mehr an, mit einem Heteromann etwas zu haben, als denn mit einem Schwulen? Da muss ich dir ganz offen sagen, mit einem Schwulen macht es mehr Spaß, weil er erfahrener ist. Und auch wahrscheinlich weniger gehemmt ist, ne? Und sich besser auskennt. Aber Hemmung, es sind Überraschungen drin, du glaubst es gar nicht. Ja. Ich erlebe immer wieder Sachen, das knistert eigentlich, unter den Heteros knistert es mehr, weil die eben neugieriger sind. Ja. Und manch ein Hetero hat eben auch eine leichte Bi-Seite in sich, ne? Und traut sich die nur nicht auszuleben. Ja eben, das ist es. Nürnberg-Land, hast du gesagt. Ja. Ne? Wie, gehst du dann auch schon mal da auf dem Land in Nürnberg? Wo das ist nicht. So ein kleines Café hier. Natürlich. Wissen die das, was du am Wochenende treibst? Ja, das alleine durch Meiser, das habe ich auch gesagt. Und die akzeptieren das aber? Ja, sicher. Und was machst du? Also muss ich schon sagen. Was machst du vom Beruf? Ich bin normal Ingenieur? Und bin mehr oder weniger selbstständig, weiß ja, wie es ist. Ja, ja. Und das ist eine Sache und andersrum muss ich sagen, ich halte mich auch ein bisschen fit. Ich habe mir so eine kleine Hütte gekauft, so eine uralte Burg, sage ich immer dazu, und baue die komplett selber aus und das hält natürlich auch fit. Ja. Das wollte ich gerade sagen, wenn man mit 60, Kompliment, noch so... 78 und 63,5 Kilo, kein Gramm Fett. Treibst du denn auch viel Sport? Ja, 68. Ja, und naja, Hüfte, was habe ich da? So 96. Und oben knappe 100. Also schön, kein Gramm Fett. Wunderbar. Treibst du denn auch Sport oder läuft das alles über die Hütte? Nee, das ja, aber Sport sowieso immer schon.
Also ich laufe querfeld einen Berg rauf und runter. Mhm. Und naja, alles, was so gibt, halt Tennis, Sauna und so Sachen immer gerne. Ah, dann hast du das Gefühl, dass du mehr Chancen hast bei der Männerwelt, sage ich jetzt mal, oder bei den Menschen, ja, wenn du im Fummel bist und auftrittst, oder wenn du als Arne... Das habe ich eigentlich letztes Jahr erst, mehr oder weniger hat sich das stabilisiert. Wesentlich mehr Chancen, merke ich. Als Transe. Überraschende. Als Transe. Ja, ja, als Transe. Mhm. Weil man sagt, bei Männlein als auch bei Weiblein, das ist das Verrückte. Ach, du machst als Transe dann auch Frauen an? Was heißt Frauen? Ich bin neulich, da war so ein Inserat hier in einer einschlägigen Zeitung, mhm, in einem Lokal in Nürnberg, und da war Tundenball, und da habe ich gedacht, dann gehst du am Montagabend mal hin, komm in das Ding rein, da ist das ein reiner Lesbenladen. Da saß ich mit ein paar Lesben da an der Bar und das hat unheimlich Spaß gemacht. Aber da gab es keinen Sex zwischen dir und einer Lesbe? Nein, aber es war alleine von der Thematik her, war unheimlich nett, die machen das sehr nett. Ja. Der DJ hat ausgeschaut wie ein Kerl. Ja, ja, ja. Und wir haben Spaß gehabt, das war wirklich nett. Gell? Gibt es denn auch schon mal solche ganz seltsamen Verbindungen? Das heißt, du als Transe mit einer heterosexuellen Frau? Gibt's? Ja, was meinst du, was da auch? Ist das Gleiche. Im Bekanntenkreis wissen sie es eigentlich alle, ob Männlein oder Weiblein. Ich merke schon, du führst ein sehr schillerndes Leben. Ja, das macht mir auch Spaß. Ja. Nachdem ich war 15 Jahre verheiratet, da lief gar nichts, und meine damalige Frau hat immer gesagt, weil ich habe mich körperlich immer gut gepflegt. Ja. Dann hat sie gesagt, na, dann geh doch mal als Callboy oder so. Ja. Und na, so während der Scheidungsphase und nach der Scheidung, da habe ich dann gedacht, na, warum soll ich eigentlich das wieder machen, Travestie? Ja. In welchem Alter warst du da? Ach, das ist jetzt so 6 Jahre her. Ach, so spät erst angefangen? So spät. Ach, das ist ja wirklich, finde ich, aber sehr erstaunlich und ja, Respekt. Ja, das ist verrückt. Und, also ich muss dir sagen, das ist eine wahre Lebensfreude. Finde ich wunderbar. Viele Leute in dem Alter bereiten sich aufs Altenheim schon vor. Und du bereitest dich auf deinen Auftritt vor, ne? Und lässt dich als blauer Engel vielleicht feiern, oder weiß ich was. Ja, eben, blauer Engel. Ja, du hör mal, die Feche Lola, was meinst du? Die Feche Lola. Du geil. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, ich möchte auch keine feste Beziehung haben. Ja. Ja, weil eine feste Beziehung, die Wünsche, die ich habe, ich glaube, das ist sehr schwierig. Was für Wünsche hast du denn hauptsächlich? Ach, es muss Geist und Verstand und alles muss passen. Ja, und natürlich auch Sex, Erotik, das muss alles passen. Mhm. Und da habe ich natürlich ziemlich hohe Ansprüche. Ja. Also du hast auch allein durch dein Bewusstsein all die Jahre viel in deinen Körper investiert, ja, indem du ein Auge drauf hattest, indem du ihn gepflegt hast. Ja. Und insofern ist er wirklich auch nach wie vor dein Kapital, und du fährst Erfolge damit ein, ne? Ja. Ich wollte gerade noch fragen, als ich sagte, bist du erfolgreicher als Transe oder als normaler Arne? Weil, was man so hört, man sagt ja, dass ältere Männer in der schwulen Szene nicht so eine gute Schnitte haben. Ja, das stimmt. Ich habe nie zwischen den Generationen Probleme. Es ist egal, ob einer 16, 18 ist oder mein Gott, mein ältester Bekannter, mit dem ich doch recht gerne auch immer zusammen bin, was ein lieber Kerl ist, aber Richtung Sex ist natürlich eine ganz andere Sache, ist 73 und noch einer aus dem Bereich, der macht sogar im Senioren-Schwulenverein mit. Aber denen macht es auch Spaß, mit mir zusammen zu sein und laden mich auch ein im Fummel. Gell? Also was war denn, ich frage jetzt mal so die beiden Extreme, was war denn bisher so in den letzten Jahren dein jüngster Sexualpartner? Wie alt war der? Der war jetzt 19 und 60, das ist natürlich ein rasanter Unterschied. Ja, das sind du, also wirklich, ich habe keine Probleme zwischen Generationen und ich fühle mich auch irgendwie zeit- und alterslos. Ja, und der Älteste, wie alt war der? Ach, das war so eine ganz schnelle Sache. Wie alt ist er jetzt? Mein Gott, 76. 76? Ja, ja. Und war auch okay. Ihm hat es Spaß gemacht, mein Gott. Also, ich wünsche mir, dass ich so auch drauf bin wie du, wenn ich mal 60 Jahre alt bin. Ja, du, also es ist fantastisch. Und das ist ein Jungbrunnen, du glaubst es gar nicht. Nein, das glaube ich, ja, das glaube ich wirklich. Lieber Arne. Spaß und... Es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Mhm, viel Erfolg mit deinen Shows und viel Erfolg bei den Männern und bei den Frauen. Tschüssi. Tschüss, Arne. Ja, tschüss. Tschüssi. 1.30 Uhr und 13 Sekunden und jetzt machen wir Pause.
35, 19 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Mein Körper ist mein Kapital. Und ich möchte mit euch da draußen sprechen, die das über sich und von sich sagen. Mein Körper ist wirklich mein Kapital. Ich bin Extremsportler. Ohne meinen Körper wäre ich völlig aufgeschmissen. Ich arbeite als ungewöhnliche Prostituierte, vielleicht als transsexuelle Prostituierte. Oder ich arbeite als Pornodarsteller. Oder ich habe Karriere gemacht durch meinen Körper, nur weil ich so geil aussehe und mich vielleicht in das eine oder andere Bett habe mal legen lassen, bin ich jetzt oben an der Spitze bei irgendeinem Unternehmen oder was auch immer. Also mein Körper ist mein Kapital. Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, vielleicht auch gerne per Bildtelefon, ich warte ja immer noch, wenn Bildtelefon anruft, 0180 5678 111 und per Fax erreicht ihr mich unter 0180 5678 110.